Herzlich willkommen im smarten Quartier Jena Lobeda. Hier in der Ziegeser Straße 9 bis 19 hat die Stadtwerke Jena Gruppe einen neuen, innovativen und vor allem smarten Ort zum Wohnen geschaffen. Beziehungsweise wir sind gerade noch dabei, aber dazu später mehr. Ich bin Lea Schöße und als Community Managerin, Ansprechpartnerin, Netzwerkerin und Problemlöserin für alle MieterInnen direkt vor Ort. Und genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen. Hier sind wir in meinem Tanzbereich hier mitten im smarten Quartier. Ich bin die Ansprechpartnerin für alle MieterInnen, die momentan hier wohnen oder auch zukünftig hierher ziehen werden, für alle Fragen, die sich um die technische Ausstattung, wie auch um zukünftige und aktuelle Angebote oder auch generell um das smarte Quartier drehen. Dafür bin ich dreimal die Woche direkt vor Ort. Außerhalb dieser Zeiten können mich die MieterInnen aber auch jederzeit per E-Mail oder auch Anruf erreichen. Die Fragen drehen sich meistens um die technische Ausstattung oder auch die gemeinschaftlich genutzten Räume. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das hier ist unser Gemeinschaftsraum. Noch ist er nicht eingerichtet, aber sobald er fertiggestellt ist, können alle MieterInnen diesen Raum buchen, um beispielsweise Geburtstage zu feiern oder auch ihn für Lerngruppen zu nutzen. Wie in allen Wohnungen haben wir auch im Gemeinschaftsraum die smarten Anwendungen verbaut. Das Licht sowie die Steckdosen und auch die Rollos lassen sich über den 5-Punkt-Taster einfach und schnell bedienen. Das Herzstück in jeder Wohnung ist das fest verbaute Tablet. Über dieses lassen sich auch die Steckdosen sowie Lichter und die Rollos steuern, ebenfalls auch die Heizung. Man kann bestimmte Komforteinstellungen vornehmen. Beispielsweise kann man einstellen, dass das Licht automatisch angeht, sobald man die Wohnung aufschließt. Außerdem ist jedes Tablet mit einer Videoklingel verbunden, die im Haus fest verbaut ist. Man kann also immer sehen, wer gerade vor der Tür steht und einfach mit derjenigen Person in Kontakt treten. Neben dem Gemeinschaftsraum gibt es auch einen Waschmaschinenraum mit Mietwaschmaschinen und Trocknern, die von den MieterInnen einfach über eine App gebucht werden können. Des Weiteren gibt es auch noch ein Tauschregal, welches sich in meinem Büro befindet. Neben diesen ganzen analogen Angeboten haben wir auch eine digitale Möglichkeit geschaffen, wo sich MieterInnen mit mir und auch untereinander vernetzen können. Es gibt eine Online-Plattform, über die sie die MieterInnen die neuesten Neuigkeiten aus dem Quartier erfahren können, sowie sich untereinander vernetzen können und sich ebenfalls auch über Themenbereiche wie Gesundheit und Ernährung weiter informieren können. Und wie soll es nun weitergehen? Für das smarte Quartier sind noch viele weitere Angebote geplant. Zum Beispiel zum Thema Gesundheit soll es noch weitere Angebote geben, wie auch verschiedenste Tauschangebote und so weiter und so fort. Also bleibt gespannt!